20 Jahre Abenteuerspielplatz Kolle. Welche Wünsche für die Zukunft? Oh, welche Wünsche für die Zukunft? Wünsche für die Zukunft, dass die Finanzierung und die Langfristigkeit gesichert bleibt, dass das nicht immer so hin und her geht jedes Jahr, dass es weiterhin genug Kinder im Prenzlauer Berg gibt, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben, sondern immer wieder neue Ideen haben und letztendlich, dass es mehr Abenteuerspielplätze in Berlin noch geben wird, weil die Kinder, glaube ich, wenn sie den ganzen Tag in der Schule sind, und es wird ja immer mehr, nachmittags dann eben nicht in irgendwelchen kleinen Wohnungen oder irgendwelchen anderen Räumen sind, sondern draußen spielen können. Was war das schönste Erlebnis in den 20 Jahren? Das schönste Erlebnis meiner Arbeit hier waren, glaube ich, die jetzt 7 internationalen Jugendbegegnungen, die wir gemacht haben mit den Kindern, die hier groß geworden sind und dann Jugendliche werden und mit denen wir dann so als Abschluss mit spanischen und slowenischen Kollegen und eben auch Jugendlichen Begegnungen machen. Und das ist, glaube ich, für uns schon wirklich das schönste Erlebnis, wo wir auch das meiste auch zurückkriegen. Thank you.